Wir sind wieder ein Team. Wir reiten wieder auf der gleichen Wellenlänge. Wir werden zusammen die Welt erobern. Dr. Duster's Diary. Me and my Corrigan. Hallo, ich habe super Neuigkeiten, denn Cory und ich, wir haben unseren Streit begraben. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass wir ein Problem mit den Fräsen unserer Kronen hatten. Und zwar hatten sie alle am Äquator so eine Art Kante, Versatz genannt, der zu stark war. Ich war sehr, sehr traurig, verunsichert und habe mich gefragt, warum unsere Zusammenarbeit, die bis jetzt so gut funktioniert hat, nicht mehr so gut funktioniert eben, und bin dem Ganzen nachgegangen, habe mich informiert. Und schau an, ich musste feststellen, dass Cory eigentlich gar keine Schuld hatte, sondern wir. Wir haben nicht regelmäßig kalibriert und das ist nicht gut, denn dann kann sich alles verstellen und die Genauigkeit der Restaurationen leidet. In der Theorie nun alles ganz easy, aber wir kommen jetzt zum Praktischen. Schaut zu! Wie erwähnt, kalibriert man nicht regelmäßig, kann sich vieles verstellen. Wie zum Beispiel der Werkstück-Nullpunkt oder die A- und B-Achse der Maschine. Dadurch kommt es zu Ungenauigkeiten, die Werkzeuge stehen nicht mehr ganz an der richtigen Stelle oder können brechen und die Zirkonrestaurationen können zu dünn werden und ebenfalls brechen oder die Kronen sind zu hoch oder zu niedrig und die ganze Passgenauigkeit geht verloren. Deswegen mein Fazit: Bitte achte darauf, dass die Maschine regelmäßig kalibriert wird, dann ist nämlich alles wieder im Lot.